So Leute, im letzten Part sind wir durch die Katakomben von Madra gegangen und jetzt sehen wir uns an, welche Beschwörungen wir hier endlich finden. Dank Arons Hilfe. Mein Wasser ist leer. Scheiße. Mein Apfelsaft ist leer. Scheiße. Und das Schlimmste, mein Fencheltee ist auch leer. Aber wen kümmert das nicht? Moloch, den wir jetzt beschwören können. Zwei Merkur, ein Jupiter. Ja, ja. Sollten wir das nächste Mal in einem Kampf rauskommen, werde ich euch diese Beschwörung selbstverständlich ebenfalls vorstellen. Aber jetzt möchte ich die Katakomben verlassen. Ich sehe gerade, naja, so lange hat das jetzt gar nicht gedauert. Das hätte vielleicht sogar noch in den letzten Part gepasst. Aber naja, Vermeidung lässt immerhin nach, da kann man das nicht voraussehen. Was zum Teufel hat das mit Vermeidung zu tun? Ich habe mal hier den Emulator neu gestartet und geguckt, ob das Spiel immer noch so komisch aussieht auf der Weltkarte. Und ja, tut es. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und das möchte mir echt nicht gefallen, denn das sieht bescheiden aus. Naja, was ich heute vorhabe, eine wichtige Cutscene hier in Madra. Und wenn es noch reinpasst, einen weiteren Djinn holen, wo ich gerade nicht weiß, wo er zu finden ist. Ist er hier? Ja, ne? Ja, hier ist der Mast schon eingesperrt. Wir sollen mir die Klippen und wir können umsteigen, wenn jemand ein paar Seilungen. So, was sie wollen? Die wollen ekelhafte Pilze, die Schweine. So, ich glaube, es war der Heilschwamm, den sie wollen. Oh, ist das etwa? Ist das nicht einer deiner Lieblingspilze? Habt ihr etwa die Klippen bezwungen, nur um uns diesen Pilz zu bringen? Na klar, Mann. Das ist das Netteste, was jemand für mich getan hat. Dafür muss ich euch danken. Habt ihr Idee? Aber was kann ich schon bieten, was für Krieger von Interesse sein könnte? Das ist nicht einfach. Da sind sie schon wieder komisch, die Treppen runter teleportiert. Hey, guck mal hier. Ich weiß nicht, ob ihr es gerne als Haustier hättet, aber das ist alles, was ich euch bieten kann. Passt gut darauf auf. Oh ja, sie hört sich einfach mal an einen Mastjin als Haustier und wundert sich auch nicht, dass der jetzt einfach mal in tausend Teile zerfetzt und in uns reingesogen wird. Mastjin Asche folgt nun Jenna. Ich kann jetzt kaum Abendessen erwarten. Geschmorene Pilze. Nom, nom, nom. Das ist jetzt genug Pilzfleisch für die nächsten paar Tage. Wow, was ist das für ein Riesenteil? So, den anderen Pilz werden wir jetzt nicht brauchen. Toll, ne? Items sind sortiert. Ja, schön. So, Jenna direkt verbinden. Asche, was macht denn? Paralysiert Gegner durch einen starken Hieb. Oh yeah. Und sie lernt Aura und Heilaura. Endlich wird unsere Jenna zu einer Heilerin. Denn sie wird zur Hexe. Von der einer Hexe zu einer großen Hexe. Oh ja, eine ganz gewaltig große Hexe. Fehlt nur noch Felix, der seinen letzten Rang aufsteigen muss. Großartige Sache. Eine Frau. Zufällig ein Mädchen namens Jenna bei euch? Ja. Aha, da waren ein paar Leute, die nach dir gesucht haben. Sie waren zu viert und sahen ziemlich mitgenommen aus. Aber ihr Schiff war überaus beeindruckend. Holy moly! Isaac, warst du das? Warum waren diese Reisen so sehr in Eile? Sie wirkten, als würden sie das Schicksal der gesamten Welt auf ihren Schultern ruhen. Wer könnte damit gemeint sein? Belästigen Sie dieses Mädchen? Ich hörte das Boot der Bürgermeister ergattert. Viel besser als bla 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 bla. Eigentlich interessiert mich das gerade gar nicht. Aber was sehen wir denn da? Wer ist das? Hallo, na? Habt ihr vielleicht ein Mädchen namens Minadi ich muss mir eine Stimme für sie ausdenken. Habt ihr vielleicht ein Mädchen namens Minadi getroffen? Ja, klar, wir haben sie umgebracht. Was habt ihr? Das habt ihr? Und ihr wollt mir sagen, dass meine Schwester tot ist? Ja. Wenn ihr mit euren Lügen nicht sofort aufhört, werde ich selbst dafür sorgen, dass keine einzige mehr über eure Lippen kommen. Geht mir aus den Augen. Was denkst du? Setzt du Zine hier an mir ein? Bist du zu dämlich, um zu erkennen, wann es besser wäre, Angst zu haben? Aber keine Angst, irgendwelche Spielchen mit euch zu treiben. Ich habe keine Angst, ups. Lass mich jetzt allein, ich habe wichtige Dinge zu bedenken. Wo kann Minadi nur sein? Wo bist du, meine Schwester? Seltsam. Wer ist dieses Mädchen? Wer ist diese Frau? Was tut sie? Warum sucht sie nach Minadi? Ah! Wir gehen ins Haus. Die wird nicht weiter wichtig sein. Genau wie Aron damals. Felix, du bist zurück. Natürlich. Oh, du hast Aron mitgebracht. Wie ein Item. Oh, Aron.
Ich habe keine Ahnung, welche Stimme ich den beiden gegeben habe. Aaron, ich muss mich vor all den Ärger entschuldigen, den wir dir bereitet haben. Es tut mir aufrichtig leid, dass wir von den Juwelen verloren haben. Keine Sorge. Alles hat sich zum Guten gewendet. Aaron, du sagst sie mal, dieser Kompliment, hast du es denn geschafft? Ja, wir sind gerade erst zurückgekehrt. Und, hast du dein Juwel? Jo, Mann. Das ist tatsächlich Faniki Bombo zurückbekommen. Unglaublich. Ich konnte es nur mit Hilfe von Felix und seinen Freunden schaffen. Wie wunderbar. Ich bin dir so erleichtert. Ich hatte schon befürchtet, du würdest nie wieder zurückkommen. Es nie wieder zurückbekommen, so. Deswegen sind wir auch wieder hier. Wir wollten euch nur wissen lassen, dass wir Erfolg hatten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Wenn du dein Juwel jetzt wieder hast, warum bleibst du da nicht noch eine Weile? Unglücklicherweise geht das leider nicht. Hey, habt ihr das Mädchen da draußen gesehen? Wir müssen die Insel erreichen, auf der ich zu Hause bin. Aaron, bist du dir sicher? Nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, habe ich ein paar Dinge gelernt. Lass mich überlegen, wir sind in den Gabomba gegangen, wir haben Grafikglitches beim Ausspaten des Eingangs gehabt, haben den Medizinmann zurechtgewiesen und deinen Ball bekommen. Ja, das war echt eine Menge. Wie zum Beispiel? Wie? Die Tatsache, dass ihr wirklich gute Menschen seid. Felix, Fragezeichen, was? Sind wir echt? Ich finde euch eigentlich alles ziemlich bescheuert. Und dass ihr viel auf euch genommen habt, aus keinem anderen Grund, als jenen zu helfen, die in Not sind. Ich habe erkannt, dass auch ich helfen muss, wo ich nur kann. Aaron! Ich habe meine Entscheidung getroffen. Und je früher wir abreisen, desto besser, nicht wahr, Crayden? Lass uns die Segel setzen, Felix. Auf zu meinem Schiff. Auf zur östlichen See. Willst du denn wirklich schon wieder abreisen, Aaron? Ja, ich hasse euch. Vielleicht findet sich wieder ein Grund, unsere Stadt zu besuchen. Eure Stadt. Aber jetzt muss ich gehen. Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Es ist in ihrer Jugend, die ihnen gestattet, so beschäftigt zu sein. Aber wir kommen wieder, das verspreche ich. Im Namen von uns allen. Vielleicht bietet sich für unseren Besuch eine bessere Zeitpunkt. Ein besserer Zeitpunkt. Das würde mich freuen. Ja, aber deswegen nicht. Mich auch. Okay, Leute, let's go. Wir haben den Leuten... Und Jenna ist einfach verschwunden. Oh, wieso ist hier jede Katze hinter verbuggt? Manu, das ist doch scheiße. Hallo, na? Ich weiß, es ist viel durchgemacht, um dieses Boot zu helfen. Aber wir mussten es leider aufgeben. Wir konnten nicht in Al-Hafra sitzen und warten, bis es repariert wird. Ja, ja, die Schweine von Al-Hafra. Da werden wir früher oder später auch noch hingehen. Felix, warte! Ich glaube, ich habe eine Belohnung dafür versprochen, dass du uns mit dem Boot geholfen hast, oder? Ja, hast du, du Idiot. Man stellt sich das nun so vor. Du kommst den ganzen Weg her, nur damit wir uns keine Würfe machen müssen und ich vergesse dir dies zu geben. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich dich belohnen würde, sobald das Boot repariert ist. Das scheint jetzt aber noch eine Weile zu dauern. Deine Dinge nun mal sind, wie sie sind, möchte ich dir die Belohnung gleich überreichen. Aber wir können das doch nicht annehmen, oder, Jenna? Mara liegt nach der Katastrophe noch immer in Schutt und Asche. Auf keinen Fall können wir noch ein Geschenk annehmen. Also, Unsinn. Unglück oder, Unglück oder nicht, ein Versprechen ist ein Versprechen. Felix hat Auge des Zyklon. Und jetzt können wir zum großen Gabomba zurück. Ich bin froh, dass ich euch noch gesehen geben konnte, bevor ihr uns verlassen habt. Eure Reise scheinen auch immer größere Gefahren zu führen. Bitte gebt gut auf euch Acht. Ach ja. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Felix? Du, ich hab die Musik. Er nannte dich soeben Felix, nicht wahr? Warum habe ich es nicht sofort bemerkt? Du bist Felix! Da muss auch Menadi hier irgendwo in der Nähe sein. Und dennoch... Du wirst Menadi und Zathoros nie mehr wiedersehen! Isaac hat sie getötet! Und ich sag das einfach, weil das überhaupt nicht gefährlich ist! Vermutlich liegen sie bereits auf dem Grund des Ozeans. Cosma, sei still! Jenna hat's erfasst. Das habe ich nicht, Das habe ich gehört, du schäbiges kleines Ding. Ist es wahr? Ist meine Schwester wirklich tot? Wenn du mich so fragst. Ja. Ich kann es nicht glauben. Niemand hat die Macht, Zathoros und meine Schwester zu besiegen.
doch ihr weicht meinen Blicken aus. Und dieser Ausdruck auf euren Gesichtern. Es ist wahr. Wer ist dieser Isaac? Aaron schüttelt den Kopf, der hat wirklich keine Ahnung. Er denkt so, was, ich war nichts, wo bin ich hier reingeraten? Kann ich doch aussteigen bei euch? Was? Ihr wagt es, Unwissenheit zu heucheln? Warum? Warum wollt ihr von meinem Zorn schützen? Vergesst es. Ich glaube, ich habe Gerüchte von einem Reisenden namens Isaac gehört. Dieser Isaac, derselbe, von dem jeder spricht, versucht er, euch zu finden? Wenn das der Fall ist, wird sich dieser Isaac früher oder später hier zeigen. Woher willst du wissen, dass nicht Felix es war, der deine Schwester besiegt hat? Und ich laber noch viel größere Schweiße. Schweiße? Scheiße. Als Cosma. Wofür haltet ihr mich? Ich bin eine Kriegerin wie meine Schwester. Und die Stimme geht echt auf die Stimmbänder. Ich erkenne mit nur einem Blick die Stärke eines Menschen. Selbst wenn Felix Macht's verdoppelt würde, hätte er immer noch keine Chance gegen meine Schwester. Überlegen dann, wenn wir Level 38... doch. Definitiv. Abgesehen davon bezweifle ich, dass Felix sich dazu überwinden könnte, meine Schwester zu hintergehen. Er weiß, dass die Leben jener, die ihm lieb und teuer sind, dadurch in Gefahr gerieten. Aber ich muss euch gratulieren, dass es euch gelungen ist, sowohl den Merkur als auch den Venusleuchtturm zu entfachen. Obwohl uns euer Erfolg dort davon abhält, in den westlichen See zurückzukehren. Ihr hättet sicherlich versagt, hättet ihr nicht erforscht, wie man die Leuchttürme bezwingt. Hätten wir nicht erforscht. Oh, hat es euch Minardi nicht gesagt? Außerdem lasse ich nicht zu, dass ihr mir Isaac... Gott, dass mir Isaac in die Quere kommt. Ich muss dringend bald eine Aufnahmepause machen. Ich merke von meinen Lesekünsten schon, dass ich gerade abkacke. Ihr müsst selbst den Weg in die westliche See finden. Und wenn ihr die Reise übersteht, müsst ihr den Jupiterleuchtturm euch allein entzünden. Wir haben uns unsere eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Die Nummer 1 auf meiner Liste ist, mich um Isaac zu kümmern. Habe ich mich klar ausgedrückt, Felix? Geht das Ganze auch auf Akzent? Was ist los? Hast du Angst, deine Pflicht nicht zu erfüllen? Wir können dir ein wenig Hilfe geben. Nein, vielen Dank. Ich glaube, wir können Jupiterleuchtturm auch selbst finden. Ich verstehe. Enttäuscht uns nur nicht. Wir werden diesen Isaac finden. Wir werden diesen Isaac finden. Wir werden diesen Isaac finden. Sagte ich das schon? Ich schwöre es, das Letzte, was er sehen wird, ist die Narias Gesicht, wenn ich ihn den Tod meiner geliebten Schwester räche. Wow, gut, die letzte Stimme klang echt ein bisschen krank gerade. Wow, Gott. Wow, und ich dachte, Satoros und Minardi hätten ein kleines mentales Problem. Mit anderen Worten, wären total geistesgestört. Wir sollten die Narias nicht unterschätzen. Warte mal, die Narias sagte doch wir, oder? Ja, Satoros und Minardi reisen zusammen. Vielleicht hat sie auch einen Partner. Wir müssen Isaac warnen, dass die Narya hinter ihm her ist. Wir sollten versuchen, ihn zu finden, bevor es ihr gelingt. Glaub mir, ich würde Isaac nur zu gerne wiedersehen, aber wir haben keine Zeit, nach ihm zu suchen. Außerdem... Selbst wenn wir ihn finden würden, besteht die Möglichkeit, dass wir gegen ihn kämpfen müssten. Warum? Was wir versuchen zu erreichen, versucht er zu verhindern. Und notfalls wird er dafür kämpfen. Aber Jenna, du und Isaac, ihr seid doch unzertrennlich. Könntest du nicht, du weißt schon, irgendwas in die Wege leiten? Unzertrennlich? Nein, ich meine, so ist es nicht. Wirklich nicht. Blöde Cosma. Wir sollten zusehen, dass wir schnell zum Jupiterleuchtturm gelangen. So wie wir es geplant hatten. Aber was ist denn mit Garrett und den anderen? Meintest du nicht Isaac? Cosma, sei still! Ja, ja. Bist du jetzt bereit zuzuhören? Sie waren stark genug, um gegen Satoros und Minardi antreten zu können. So leicht lassen sie sich nicht unterkriegen. Wir sollten weitermachen, so wie es auch Satoros und Minardi getan hätten. Ja, Jenna? Cosma, Aaron, seid ihr bereit? Na klar. Dann lass uns gehen, Felix. Wieso bändest du jeden Satz mit einem Fragezeichen, Mann?
Wow, die Cutscene war nicht verbuggt, ey. Das ist ja echt ein Wunder. Ein Wunder, wunderschönes Wunder. Ein Wunder. So, und das ist echt perfekt ins Video gepasst. Ich bin echt zufrieden. So. Okay. Ich habe hier eigentlich nichts mehr verloren. Ich gehe noch zum Stadtausgang. Ich werde jetzt noch einmal auf den Weg zurück nach Kibombo gehen. Oh, die Weltkarte sieht so scheiße aus. So. Ich setze einen Speicherstand. Schön. So, ich gehe jetzt zurück nach Kibombo. Vielleicht mache ich's und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.